Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Wir verbringen einen schönen Sonntag heute mit Kulturkompetenz pur, dem Generalintendanten des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler. Freut mich, dass es geklappt hat. Hallo Peter. Hallo Martin. Ja, die Spielzeit neigt sich dem Ende zu und man kann eigentlich von jeder Spielzeit sagen, die du verantwortest, eine Spielzeit der Superlativen. Was war für dich der persönliche Höhepunkt in der abgelaufenen Spielzeit am Badischen Staatstheater? Naja, das war die starke Frauenspielzeit, ganz sicherlich. Wir hatten ja einige Neustarts. Wir hatten Anna Bergmann und Anna Haas und ihr starkes Frauenteam im Schauspiel. Mhm. Und Anna Bergmann ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden als eine der besten Regisseurinnen Deutschlands. Das freut natürlich wahnsinnig. Ja. Wir haben Nicole Braungeier mit ihrem Start in der Oper und wir haben wirklich einen Erfolg nach dem anderen in der Oper zu verzeichnen gehabt. Steffi Heiner hat im Volkstheater angefangen und Uta Deppermann als Betriebsdirektorin. Da sind schon ein paar ganz taffe Ladies am Start. Der Generalintendant ist praktisch der Quotenmann am Badischen Staatstheater. Dazu später mehr. Natürlich dann auch wieder starke Sonderformate, die Händel-Festspiele, ganz erfolgreich. Wie schafft man es, jedes Jahr neue Akzente zu setzen? Ist es vor allem das Team oder die persönliche Neugier? Ich glaube, eine Kombi von beiden. Mhm. Ja. Und ganz viel rumschauen. Man ist ja so ein bisschen auch Trendscout. Ja. Also ich fange erstmal den Tag an, dass ich irgendwie eine Stunde lang Zeitung lese, ja, oder Social Media gucke und spüre, was ist eigentlich gerade Trend, um was geht's, was beschäftigt die Gesellschaft. Wir müssen ja als Theaterleute ein Abbild der Gesellschaft oder auch ein Gegenmodell manchmal oder Utopien entwerfen. Und deswegen müssen wir wissen, was bewegt die Menschen. Ja, und wenn du genau weißt, was die Menschen bewegt, dann kannst du auch spannendes Theater machen. Dich bewegt persönlich auch ganz viel, auch im Umfeld mit Theater und Politik. Darüber reden wir heute in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag, heute mit Peter Spuhler. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Es ist ein schöner Sonntagvormittag. Peter Spuhler ist bei mir, Chef des Badischen Staatstheaters. Bevor wir weitersprechen, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. 10 Fragen in 60 Sekunden, kurze Frage, bitte kurze Antwort. Ja, ja, dein Sternzeichen. Krebs. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Mit einem Mann übrigens. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich dachte schwarz, das hast du heute an, also bitte Videoschauen auf die neue Welle.de. Habt ihr ein Haustier? Nein. Hättet ihr gerne eins? Mein Mann schon. Mich würde es, glaube ich, überfordern. Stichwort Fürsorge, Workaholic. Und wie sieht's aus mit dem ersten Poster im Jugendzimmer? War das ein Schauspieler, war es eine Schauspielerin oder war es ein Sänger, eine Sängerin? Ich glaube, das war ein Film, Kinder des Olymp, ein ganz wahnsinnig toller Theaterfilm mit einem fantastischen Schauspieler als Jean-Baptiste. Das ist so ein Pantomime, ein ganz starkes Poster. Erstes Vorbild, gab's sowas? Ganz schwere Frage. Ich glaube, mein Religionslehrer. Aha, habe ich auch noch nie gehört. Hört sich gut an. Deine erste selbstgekaufte, bei dir wahrscheinlich Schallplatte. Ah, das ist sehr lustig. Vicky Leandros, El Viva España, für meinen Papa zum Geburtstag. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, diesen Titel spielen wir jetzt auf der neuen Welle. Das fällt heute aus. Also ihr habt aber gehört, ja, für meinen Vater zum Geburtstag. Nicht für mich. Ja, nicht mein Musikgeschmack. Ich glaube, das war bei mir ähnlich. Bei mir war es auch irgendwas von Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika. So alt sind wir schon. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du am liebsten unterwegs? Bernd Auto? Klüver singt aber nicht mehr, ne? Aber Wickel der Andros noch, oder wie ist das? Bernd Klüver? Doch, den gibt's noch. Auto, Fahrrad oder ÖPNV? Wie bist du gerade unterwegs in der Stadt? Fahrrad. Fahrradfahrer, ganz bewusster. Okay. Wie sieht es bei dir mit den modernen Medien aus? Du hast vorhin gesagt, Social Media. Bist du eher so ein Apple-Typ oder immer noch auf Papier unterwegs? Ja, unbedingt Apple, unbedingt Social Media. Facebook-Junkie, ganz schlimm, Tennisarm vom Handy, also alles, was so dazugehört. Also, und auf Facebook, da kann man auch die Bilder sehen von unserer Sendung, von der Martin-Wacker-Show heute mit Peter Spuhler vom Badischen Staatstheater. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Es ist ein schöner Sonntag, weil wir Peter Spuhler zu Gast haben. Spannender Gast, Chef des Badischen Staatstheaters. Über die Spielzeit haben wir gesprochen und vor allem über die Prägung von Führungskräften, die du komplett besetzt hast mit Frauen. Wie kamst du der Entscheidung? Naja, ich hatte das Gefühl, läuft da falsch in unserer Gesellschaft. War die Diskussion über Quote in der Industrie auch unter den Führungspersönlichkeiten und wir Theater versuchen ja immer so ein bisschen die Gesellschaft voranzubringen, sind Idealismus geprägt, glaube ich schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Kunst arbeitet, der nicht Idealist ist. Und die Frage war eben wirklich, ist die Repräsentanz der Frauen bei uns im Theater überhaupt gegeben, in dem Maße, wie sie für die Gesellschaft wichtig sind? Und dann habe ich gedacht, jetzt setzen wir einfach mal ein Zeichen. Und dann hat Anna Bergmann, die Schauspieldirektorin, noch ein krasses Zeichen draufgesetzt. Angeblich hätte ich es erfunden. Ich glaube, sie hat es erfunden. Nämlich, wir haben im Schauspiel nur Regisseurinnen beschäftigt. Und dann ging das Echo los. Die New York Times hat berichtet, ob wir jetzt Männer diskriminieren, wurde gefragt und so weiter. Nö, ich glaube, wir haben einfach einen ganz guten Schritt gemacht. Ja, das wäre die Frage gewesen. Es gibt wahrscheinlich zwei Reaktionen. Die Reaktion, toll,
Frauen an die Macht, ja. Und die andere Reaktion, oh Gott, ich als Mann muss ich jetzt in eine Selbsthilfegruppe gehen. Was hat überwogen? Ich würde sagen so 50-50. Ja, nee, überwogen hat schon das Positive. Das Positive, okay. Ja, und wir haben auch richtig was ausgelöst. Also ich glaube, wir haben der Sache der Frauen einen guten Schubs geben können. Also gesellschaftliche Inhalte abbilden, starke Akzente setzen, das Badische Staatstheater gleich mehr mit Peter Spuhler in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Peter Spuhler ist mein Gast. Das Badische Staatstheater setzt Akzente. Wir haben es gerade gehört. Da gibt es keine Quote. Da heißt Frauen an die Macht. Anderer Akzent, der uns gerade beschäftigt, auch in dieser Spielzeit, ist eine ganz merkwürdige Abfrage gewesen der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Wie viele internationale Menschen sind beschäftigt an einem Theater? Wie hast du das empfunden? Oder fangen wir andersrum an? Das ist ja was ganz Positives. Ihr seid ganz international. Erstmal finde ich es großartig, dass wir international sind. Also man kann generell sagen, die Kunst war immer international. Am Theater hat man versucht, die besten Künstler zu kriegen. Wenn Händel seine Opern in London auf die Bühne gebracht hat, hat er sich aus Italien die besten Sänger eingekauft, versucht herzulocken, und genauso versuchen wir, gute Gastgeber zu sein für die Stars aus aller Welt. Wir müssen einfach die Besten haben, und das ist keine Frage der Nationalität. Und wie hast du die Umfrage empfunden? Na, ich fand die schon ziemlich schwachsinnig, offen gesagt. Entschuldigung, dass ich dieses Wort gebrauche. Darf man bei uns gerne sagen an der und Stelle. Und verlogen auch. Also warum fand ich die verlogen, weil ich glaube, dass eigentlich die Frage gar nicht so richtig das bedeutet hat, was sie eigentlich bedeuten sollte, sondern wollte irgendwie gucken, kommen da Deutsche zu kurz? Ja? Mhm. Und warum ist es überhaupt so wichtig, ob da jetzt Deutsche zu kurz kommen? Nein, Kunst ist international, wir bauen Brücken und wir sind stolz darauf, dass wir gute Gastgeber sind. Also bei uns kommen nicht Deutsche zu kurz, sondern wir sind einfach fantastisch. Ein Haus, was fantastisch international arbeitet. Und ich kann zurückspielen. Ich glaube, wir sind alle stolz auf die 46 Nationen, die am Badischen Staatstheater vertreten sind, denn ihr macht gemeinsam ein starkes Programm. Ja, vielen Dank. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag auf der Neuen Welle. Rein in die nächste Stunde. Der Martin-Wacker-Show mit Peter Spuhler. Gleich um die Ecke ist er zu Hause und wirkt am Badischen Staatstheater. Peter, entweder oder. Es ist ein ganz beliebtes Spiel. Hier sind Fragen aus der Redaktion. Die können manchmal auch ein bisschen prekär sein und manchmal auch sehr lustig. Du darfst ziehen. Und ich werde die sie vortragen. Wo sind denn die Heiklen? Eher unten oder eher oben? Ich glaube eher oben. Die Dicken sind die Heiklen. Moment, bezieht sich das so auf Menschen? Nein. Also, ich muss das schon. Wunderbar. Das passt zu einem Mensch, der auch mal auf der Bühne als Schauspieler stand. Ein Superheld oder ein Bösewicht? Was willst du lieber sein? Superheld finde ich schwierig. Bösewichter finde ich eigentlich eher cooler. Mhm. Selber sein möchte ich aber keiner. Wie war es bei dir auf der Bühne? Hast du mehr die Bösewichte oder mehr die jugendlichen Liebhaber gespielt? Naja, ich habe ja sehr ungern auf der Bühne gestanden, weil ich das eigentlich gar nicht kann, mir das unendlich peinlich ist, offen gesagt. Ich habe dann so den König in Leons und Lena gespielt. Ja. Wunderbare Rolle, der wird doch am Kleiderbügel über die Bühne irgendwie geführt. Ja, der ist so, ein bisschen trottelig, genau. Sozusagen. Also Chef, aber ein bisschen trottelig. Welcome. Ob das jetzt so passt, keine Ahnung. Nächste Frage bitte. Geht jetzt ein wenig in die Tiefen. Mal sehen, ob die Frage auch so tief ist. Oh ja. Eine Woche lang kein Fernsehen oder eine Woche lang kein Internet? Ich glaube, das hat sich fast schon beantwortet. Kein Internet. Das wäre für dich wahrscheinlich. Ja, ich gehöre zur Internet-Fernsehgeneration. Stichwort Netflix und so. Also nicht mehr die Glotze anschalten, sondern wirklich bewusst on demand. Und das kann man auch machen mit der Martin-Wacker-Show auf die neue Welle.de. Dann erleben Sie auch nicht nur im Wort. Peter Spuhler vom Badischen Staatstheater. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Wir haben viel Spaß und Sie frühstücken schön zu Hause hoffentlich. Und wir haben Peter Spuhler zu Gast vom Badischen Staatstheater. Ich habe ein bisschen über die aktive Zeit auf der Bühne berichtet. Du wolltest nicht so viel drüber sprechen. Aber ist natürlich wichtig, wo kommt das her, die Liebe zur Bühne? Wenn man in Berlin groß wird, ist man in der Theaterstadt neben München und Hamburg Deutschlands zu Hause. Hat dich das sehr geprägt, das Aufwachsen in Berlin? Ich bin erstmal als erstes ins Konzert gegangen, in die klassischen Konzerte der Berliner Philharmonie. Und zwar, weil ein Verwandter war Philharmoniker und in der Verwertungskette der Karten, also wenn dann irgendwie sozusagen niemand das Ticket haben wollte, das er als Mitwirkender haben konnte, dann musste ich gehen oder konnte ich gehen. Dann hat es der kleine Peter. Genau. Und das waren natürlich die Konzerte, die besonders schwierig und sperrig und interessant waren. Mhm. Und dieses mit 14, 15, 16 in die Berliner Philharmonie zu gehen, war großartig, ganzen Stars zu sehen. Also das hat mich extrem geprägt. Der höchste Posten im Theater ist der Generalintendant. Du hast aber viele andere dann durchlaufen. Los ging es natürlich klassisch mit einer Schule, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wie waren so die ersten Schritte? Erzähl uns das.
Also ich habe, also wir hatten einen Klassenclown bei uns in der Klasse und der wollte Schauspieler werden. Und der hat dann gesagt, ja, kannst du mal drauf gucken, was ich so mache. Und dann war mein Geburtstag und dann hat er uns allen das vorgespielt. Also ich rede so von kurz vorm Abitur und alle fanden es super und ich fand es doof. Und das hat ihn aber interessiert. Und er hat gesagt, ja, also wenn du das nicht gut fandst, dann können wir mal zusammen proben. Und dann habe ich gedacht, das könnte spannend sein. Also Regie machen, ist das das? Ja, mit einem Darsteller proben, ihm Tipps geben, wie er sich irgendwie besser bewegt, wie er besser spricht, wie er den Inhalt klarer transportiert. Und dann hat der gesagt, naja, bewirb dich doch mal in so einer Regieschule. Und dann waren zwei, das eine war in Zürich und das andere war in Wien. In Zürich musste man eben auch spielen und das wollte ich nicht so gerne. Und dann habe ich mich in Wien beworben, habe gedacht, ich versuche es jetzt einmal, wenn es klappt, dann klappt es und es hat geklappt. Und dann musste ich auch wieder, also habe ich noch eine richtige Schauspielausbildung gekriegt, zu meinem eigenen Erschrecken. Und das war der Beginn einer großen Karriere, die hier am Badischen Staatstheater mit dem höchsten Amt enden kann, mit dem Generalintendanten übrigens ganz frisch verlängert, für die kommenden 5 Jahre? Also ab 21,5. Also er bleibt uns auf jeden Fall erhalten mit großartiger Kulturarbeit, gleich mehr mit Peter Spuhler und der Martin-Wacker-Show. Sonntagvormittag, Peter Spuhler in der Martin-Wacker-Show vom Badischen Staatstheater hier um die Ecke. Zu Hause und ganz arg verwurzelt auch in der Stadt. Was mir aufgefallen ist in deiner Spielzeit oder deinen Spielzeiten, du hast dich unglaublich Richtung Stadt geöffnet. Ein Theater, das nicht hinter den Mauern endet, sondern das sagt, kommt zu uns. Stichwort Volkstheater. Ist das ein Trend gewesen, den du mit ganz früh gespürt hast, dass das Theater sich nun öffnen muss? Also es ist ein ganz großes persönliches Bedürfnis auch. Also es ist nicht nur, dass man einen Trend hier nach Karlsruhe holt, sondern ich glaube fest daran, dass wenn wir nicht mit den Menschen zusammen sind und für die Menschen da sind und ganz konkret die Menschen vor Ort meinen, dann haben wir verloren. Wenn wir sozusagen arrogantes, abgehobenes Theater machen, das sich nicht für die Gesellschaft interessiert, und da verbinde ich auch einen politischen Anspruch mit, dann sollten wir es gar nicht machen. Das heißt, da ist steckt so eine Mission dahinter. Mhm. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich Politiker werden soll und habe aber meinen Weg, die Gesellschaft zu verändern oder zu prägen oder mit den Menschen zu arbeiten im Theater, eigentlich gefunden. Und ich bin auch von Überzeugung jemand, der in der Südstadt lebt, am Werderplatz. Dieses offene Theater, dieses Bürgertheater, das spiegelt sich im Spielplan und in den Plänen für die Zukunft. Dazu in der kommenden Stunde mehr in der Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Peter Spuhler, mein Gast. Wir haben gesprochen über die Öffnung des Theaters hin zur Stadt. Stichwort Volkstheater, aber auch Stichwort das Theater öffnen, beispielsweise für Studierende. Fand ich ganz beeindruckend. Erzähl uns die Geschichte. Die Menschen haben tagsüber sich ins Foyer setzen dürfen. Ja, klar. Und warum auch nicht? Also wir haben gehört, KIT hat einen Mangel an Lernarbeitsplätzen, also Orten, wo die Studierenden einfach in Ruhe lernen können. Und dann haben wir gesagt, naja, Theaterfoyer ist tagsüber nicht genutzt. Warum laden wir nicht die Studenten zu uns ein? Und das Ganze hat uns nichts gekostet. Wir mussten nur den Putzplan umstellen von morgens um 9 auf 17 Uhr. Und die Studenten sind glücklich. Das ist ein Trend in Großbritannien, auch in den nordischen Ländern. Sind Theaterhäuser öffentliche Stadträume? Auch ein kleiner Wink für die Zukunft? Unbedingt. Wir sanieren ja und erweitern. Und mein Theater der Zukunft ist ein Wohnzimmer für die Stadt. Also das auch tagsüber geöffnet ist, wo wir die Gesellschaft einladen und wo die Gesellschaft sagt, das ist ja unser Haus, also unser Wohnzimmer, wir nutzen das. Wir kommen dahin und nicht nur um Theater zu gucken, sondern eben auch einfach, um da sich aufzuhalten, um zu arbeiten, um im Internet zu lernen, ja, alle Möglichkeiten, wozu man einfach einen Raum braucht. Das Staatstheater als Wohnzimmer der Stadt, der Sache geben wir noch mehr auf die Spur. In der kommenden Stunde in der Martin-Wacker-Show heute mit Peter Spuhler. Es ist Sonntag und Sie sind gewohnt, tolle Gäste hier zu hören. Und heute ist ein toller Gast in der Martin-Wacker-Show, Peter Spuhler. Wir gehen in die finale Stunde, Peter. Und wir haben immer was dabei, wo sich die Gäste ein bisschen fürchten. Das ist die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Regel ist klar, ein Anfangsbuchstabe, bitte immer schöne Antworten mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. 30 Sekunden Zeit. Wir starten mit dem B und einem Land. Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt? Berlin, meine Heimatstadt. Ein Beruf? Beamter. Ein Jungenname? Bernhard. Etwas Süßes? Bonbons. Ich kann nicht leben ohne? Berlin. Im Märchen. Ein Begriff aus dem Märchen. Der Bär. Eine Pizzazutat? Beeren? Nein. fast. Also, du hättest Belag sagen können bei der Pizzazutat. Doppelte Antwort lassen wir gelten. Kannst du mir das Märchen sagen, in dem ein Bär vorkommt? Ich kenn's nicht. Ist das ein russisches Märchen?
Der Bär im Märchen. Das ist ein Wolf, ne? Ein Bär im Wolfspelz. Muss man in die Jury gucken? Lassen wir das gelten? Es gibt doch garantiert ein Märchen mit einem Bär. Also Martin. Sechs richtige. Ja, und deswegen bist du jetzt Besitzer der neuen Welle XXL-Tasse. Oh, wow. Fürs Intendantenbüro. Wenn ich nächstes Mal komme, muss die da stehen. Ne? Ist ganz, ja, unbedingt. Ist ganz klar. Stadtland Quatsch. Brauche ich zwei, ne? Damit ich sozusagen, wenn ich Gäste... Dann musst du nochmal kommen. Ja, das würde ich machen. Die Promi-Ausgabe von Stadtland Quatsch in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Wir sind in bester Laune, guter Atmosphäre hier mit Peter Spuhler, Chef des Badischen Staatstheaters. Wir haben über Volkstheater geredet, über Öffnung des Theaters. Ich möchte vor allem über die Inhalte auch reden, denn früher war das Staatstheater bekannt für Opern. Die sind nach wie vor ein großer Erfolg für Schauspieler. Aber du hast was eingeführt mit deinem Team, das die Massen zieht, das wirklich Party macht. Ich sage nur Hair. Solche Produktionen, wie wichtig sind die, um auch neue Zuschauerschichten zu erschließen? Ja, also wir machen ja seit 2011 Musical und ich finde Musical erstens persönlich ganz, ganz toll. Ich glaube, die Leute müssen besonders viel können, die da auf der Bühne stehen. Die müssen tanzen, singen und spielen können. Also sie sind in allen Bereichen gefordert und das macht einfach Spaß. Und man kann trotzdem noch wichtige Inhalte transportieren. Also Hair ist so ein super Beispiel dafür. Also politisches Anliegen, Zeitgeschichte, ja, 50 Jahre 68, ja, das passt einfach sehr, sehr gut und macht trotzdem einfach riesig Spaß. Auch Rio Reiser, eine Riesenshow. Die Gebrüder Rinkowski sind da immer mit beteiligt. Geil. Was ist neu in Planung? Wir freuen uns eigentlich schon wieder auf die neue Spielzeit. Ist was in Planung? Ja, ich fürchte, da haben wir was. Und zwar, das nennt sich Shockheaded Peter. Und das ist der Struwwelpeter. Da haben tatsächlich die Tiger Lilies haben den Struwwelpeter vertont. Und das sind ganz böse Geschichten, vielleicht doch ein bisschen mehr für Erwachsene als für Kinder. Okay, der Struwwelpeter als Musical im Badischen Staatstheater. Peter Spuhler, unser Gast, gleich mehr. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Peter Spuhler ist mein Gast. Wir frühstücken gemeinsam mit Ihnen zu Hause und wir haben über das Staatstheater als neuer Kulturschmelztiegel, als Wohnzimmer der Stadt gesprochen, denn da tut sich ja was. Entscheidung ist gefallen, es wird umgebaut. Ganz am Ende wird es ein fast komplett neues Badisches Staatstheater geben. Aber die Umbauphase wird natürlich auch spannend werden. Wie überbrückt ihr das? Baustellenphase, temporär, wird der Platz noch nutzbar sein? Welche Pläne habt ihr da, um trotzdem erreichbar zu sein? Also erstmal muss man sagen, diese Pläne, die wir insgesamt vorhaben, sind großartig. Und wir sind total stolz, dass die Politik gefolgt ist, dass sie gesagt haben, nein, wir nehmen dieses Geld in die Hand für Karlsruhe, für die Bürger. Dadurch, dass wir das Theater öffnen werden, geht es nicht nur um die Theaterbesucher, sondern es geht um alle Bürger. Und es geht auch um das gesamte Viertel, es geht um die Südstadt, es geht um eine bessere Anbindung an die Innenstadt. Also ich glaube, da entsteht ein, also Neudeutsch Landmark nennt, also so wirklich ein architektonisches Wahrzeichen. Es ist ein toller Entwurf eines preisgekrönten österreichischen Architekturbüros in Verbindung mit Karlsruher Architekten. Das finde ich auch sehr gut. Aber bis es soweit ist, werden 10 Jahre vergehen. Und warum vergehen 10 Jahre? Weil wir ein kompliziertes System gefunden haben, um viel Geld zu sparen. Wir ziehen nämlich nicht aus mit dem Theater während der Bauphase an einen anderen Ort, sondern wir bauen an und ziehen um und bauen an und ziehen um und bauen an und ziehen um. Das wird nicht ganz einfach werden, aber diese Bauphase soll spannend werden für die Besucher, aufregend in einem guten Sinne und hilft halt eben viel Geld zu sparen, indem wir nicht so eine Betriebsausleitung, wir sind ja 750 Menschen. Wenn 750 Menschen mit den ganzen künstlerischen Räumen, Bühnen, Werkstätten und so weiter umziehen müssten, würde man vielleicht Geld versenken in eine Ersatzspielstätte und das wollten wir nicht. Ein Riesenteam und dann ein neues Haus in 10 Jahren. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Wohnzimmer der Stadt hast du es genannt. Was zum Beispiel fehlt, ist ein öffentliches Restaurant, Café, Begegnungsräume. Ja. Wird das alles kommen? Das wird kommen und zwar schon sehr, sehr früh. Also wir arbeiten gerade daran, an den Plänen für ein neues Entree, das wird ein provisorischer Eingangsbau werden, wo eben ein tagsüber geöffnetes Restaurant auch drin sein soll. Und ich glaube, es wird richtig toll mit einer Terrasse vorne in Richtung K-Punkt. Wir werden die Theaterkasse wahrscheinlich in den K-Punkt reinnehmen für die Umbauphase. Dann sind die Leute, haben einen kürzeren Weg sozusagen aus der Innenstadt. ECE-Center und aus der Innenstadt. Also ich glaube, das wird einige Vorteile bieten. Also tolle Zukunft fürs Badische Staatstheater mit Peter Spuhler und seinem Team in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Es ist Sonntagvormittag, die Martin-Wacker-Show mit Peter Spuhler und wir haben viel gehört, Peter, über das, was baulich in Zukunft passiert, dass du bis 2026 an Bord bist, aber was ist künstlerisch noch bei dir am Brennen? Welche neuen Kunstformen möchtest du den Menschen näher bringen? Welche Pläne gibt es da?
Das ist eine super gute Frage. Wir haben ja schon eine ganze Menge erreicht, junge Staatstheater gegründet, Volkstheater gegründet, Sanierung auf den Weg gebracht. Jetzt würde mich noch sehr interessieren, wie wir für die schönste aller Kunstformen eigentlich, wie die, für die Oper, also das junge Publikum gewinnen können. Ja. Und da haben wir ein paar, glaube ich, ganz spannende Tools entwickelt, die gerade auch gut zu Karlsruhe passen als IT-Stadt, nämlich zum Beispiel Oper und Medienkunst. Also die Kombination von einem klassischen Opernwerk und eben digitaler Kunst haben Turandot die Puccini-Oper kombiniert mit den geilsten russischen Videokünstlern. Okay. Und das wollen wir in Zukunft fortsetzen. Mhm. Wir haben jetzt gerade einen digitalen Freischütz aufgelegt. Ja, ja. Auch eine spannende Sache, wo man so eine VR-Brille trägt und irgendwie sich durch Welten durchzoomen kann eigentlich. Und das wäre so ein Ziel, also den jungen Leuten klar machen, Oper ist was Tolles. Also, das ist ein hehres Ziel. Bin gespannt, ob es aufgeht. Wir werden dich natürlich ganz arg unterstützen, als gute Nachbarn hier die Neue Welle zum Badischen Staatstheater. Weiterhin alles Gute, Peter. Schön, dass du den Sonntag Zeit gehabt hast und schön, dass Sie dabei waren in der Martin-Wacker-Show. Danke, Martin. Hat total Spaß gemacht. Dankeschön.